danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Gut, dann gehen wir mal neue Quest. In den Urquelltempel. So. Geschick 25, Stufe 5. Ah, okay. So, aber wo ist jetzt dieser Urquelltempel? Und hier habe ich, glaube ich, noch eine Quest, ne? Gerade angekommen. Falls ihr auf dem Weg zur Tempelsteppe seid, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Stormburn haben dort eine provisorische Schmiede eingerichtet und zwei Schmieden stellen Rüstung für wilde Kriegsbestien her, die sie gefangen haben. Diese scheint aber in diese Stormburn nach Plänen die Festen unter Verschluss gehalten werden. Meint ihr, ihr kämt dort hinein und könnt die Rüstungszeichnung besorgen? Ich denke mal schon. Ihr habt eine Quest bekommen. So. Batefu, Erdentoten. Oh mein Gott. Wir können auch so wiederkommen. Totenschläger. Felsen und ein Mana-Trank. Hier komme ich gleich. Ihr seid Fachkundiger geworden. Fachkundiger? Das ist auch ein sehr deutsches Wort. Ab jetzt bin ich ein Fachkundiger. Ich gehe natürlich noch mal kurz zurück, nur... Haltet euch fest, nur um die beiden Skelette zu holen, um ein bisschen EP abzustauben. Aber die Wege sind glücklicherweise nicht so weit. Okay, was? Ich bin Fachkundiger geworden, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal darauf. Ich Fachkundige. Ich finde das so zu toll. Ja, ihr seid Fachkundiger geworden. Wunderbar. Und was haben wir hier? Hier haben wir ja noch die Quest, ne? Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Isterianer so viel erzählen. Ich bin froh, dass ich euch treffe. Großregent Eldrain hat mich hergeschickt, um die Schriftrollen des Anom Irek aus ihrer Schatzkammer der verderbten Gruft zu beschaffen. Leider sind Sturmböen in dieser Gruft und ich komme nicht an ihnen vorbei. Würdet ihr versuchen, die Schriftrolle zu holen? Ich warte hier auf dem Pfad der verehrten Toten auf euch. Wenn ihr es schafft, will ich sehen, ob sich für jemanden so heldenhaftes wie euch nicht passendere Ausrüstung findet. Ihr habt ein 5 Attributpunkte habe ich auch noch. Bisschen mehr Trefferpunkte sind, glaube ich, auch ganz gut.
Zombies. Es sind wirklich Zombies. Man kann ein bisschen rumlaufen hier doch. Ich habe wenig Mana. Aua, was war das denn? Das wird wirklich weh. Schnell Mana-Trank. Oh Gott. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für diesen. Noch mal mehr Vitalität. Hallo, 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 hallo. Die Steuerung ist echt. Ich glaube, ich brauche wirklich Controller. Steuerung ist sehr. Gewöhnungsbedürftig. In der nächsten Aufnahme nehme ich auf jeden Fall mal einen kleinen Controller mit. Aua! Es gibt sogar Imitatoren. Schlagstock. Schieß nicht auf. Man wird sehr schnell sehr misstrauisch. Hier schon wieder für einen Gegner. Ah. Wollen wir denn noch lang? Ups. Oh, oh. Ich wollte die Ratte jetzt eigentlich nicht zertreten. Alles klar, Zombie-Horde. Ich bleib mal hier hinten und schieß sie langsam ab. Denn Verzauberungskosten erstmal nicht, glaube ich. Geschick 25. Wenn erstmal ein bisschen besser ist, immer gut, ne? Was denn? Säureigel. Kurz andeuten, wie froh ich darüber bin, dass ich meinen Acker habe. Ihr seid fachkundiger geworden. Ja, Mann, wir sind schon wieder fachkundiger geworden. Aschebogen, Heiltrank. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder einfach nur.
habe mittlerweile das Gefühl, ich brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe. Hebel habe ich zu früh gemacht. Nein, doch nicht. Keine Ahnung, wo ich bin und wo ich lang muss, ne? Aber ich schieße jetzt mal die ganzen Uhren hier lang. Den noch und da noch. Identifizierungsschriftrolle. Kann ich eigentlich das Leben von meinem Alpaka sehen? Da oben. Da oben in der Ecke. Wir nehmen natürlich alle Gegner mit, damit wir immer Fachkrieger werden. Davon kommen wir aber auch nicht unbedingt weiter. Hier ist noch Gold und ein Sarkophag. Oh, hallo. Das ist nur Gift. Und da oben komme ich eigentlich nur hin, wenn ich... wenn ich nochmal außen rumlaufe. Das machen wir doch nochmal eben schnell. Hier noch ganz viele Sarkophage und alles. Hier so eine Schriftrolle. Heiltrank hier nehme ich natürlich auch noch mal mit. So. Gut, hier ist soweit nämlich auch nichts mehr. Gott, was habe ich denn jetzt alles gefunden? Angelegt. Schon mal besser. Meine Handschuhe. Nicht identifizierter Gürtel. Eispanzer, Feuerpanzer. 25 Schaden von Begleitern und Dienern. Da ich noch keinen Gürtel habe, auf jeden Fall. Stufe 6 brauche ich dafür. Ich bin noch Stufe 5, glaube ich, ne? Ja, Stufe 5. Oder was brauche ich dafür? Geschick. Ja, 25 komme ich leider nicht. Ich mache mal ein paar mehr Trefferpunkte. Ich bin vielleicht Fernkämpfer und brauche nicht allzu viele, das ist schon richtig. Aber so ein paar sind trotzdem ganz nice.
Dann geht es noch weiter runter. Noch einen Fähigkeitspunkt. Das ist auch sehr gut. Ich erstmal hier lang. Grabflügler. Sich bewegt sie so schwierig zu treffen. Oh mein Gott, eine Truhe. Jetzt mal den Hebel betätigen und dann hier runterlaufen und die nächste Truhe öffnen. Dann kann der Gegner kommen. Angelegt. Müsste das sein, ne? Ja. Körperpanzer. Ah, nee, dann doch nicht. Schuhe sind auch schlechter. Das ist auch schlechter. Gut, dann lasse ich das erstmal. Krapf. Aua. Oh, okay, da ist ja noch mehr. Ja, von dem kommt auch noch einer, glaube ich. Ihr seid fachkundiger geworden. Wie gesagt, bewegen, die zu treffen sind schon ziemlich schwierig ab und zu. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Das ist gut. Aber das Gebiet ja noch nicht fertig. Wir werden noch mal kurz hier ein bisschen durchschnetzeln. Ups. Und dann hier oben über die Reling laufen. Auch mit Leertaste kann ich sogar alles öffnen. Sehr gut. Auf jeden Fall mein Leben. Was bist du jetzt schon wieder für ein? Oh mein Gott. Das sind echt viele gewesen. Portal zur Oberfläche und eine Truhe. Habe ich denn hier schon alles? Ja, ne? Upsala. So, dann nehme ich auf jeden Fall das Portal zur... Danke sehr. Ich bin beeindruckt von eurem Können. Ich muss gestehen, als ich euch losschickte, fürchtete ich, ihr würdet nicht wiederkommen. Es freut mich, dass meine Befürchtung grundlos war. Während ihr vorwart, habe ich etwas gefunden, das ihr vielleicht brauchen könnte. Bitte nehmt es an, zusammen mit meinem Segen und dem Dank der Esterianer.
Das ist nice. Zweihändige Faustbüchse, Elektropanzer 6 Gesundheit bei Treffer gestohlen. Kann ich mir jetzt... Euer Begleiter ist fortgegangen. Nein, 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 komm zurück. Scheiße. Oh nein. Dann kann ich das gleich wiederholen, oder? Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay, schreib mich nicht an.